Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Retroview mit eurem Gameblamer. Und man kann hier nicht so viel erkennen, zumindest nicht für die Nicht-Kenner, sag ich einfach mal. Es handelt sich hier um einen Klassiker auf dem C64 und naja gut, es steht ja sowieso oben im Titel, warum soll ich es unnötig spannend machen, wie bei DSDS? Es ist natürlich Summer Games und das haben wir früher, als wir noch Kinder waren, gesuchtet. Ja, wir haben hier Complete in all the events, Compete in one event, Practice one event, Number of Joysticks 1, weil ich ja mal wieder alleine bin, Sea World Records Opening Ceremony. Wir können uns nochmal die Opening Ceremony angucken. Ja, wenn das nicht mal ein Intro ist, meine lieben Freunde. Ja, da kann Diablo und etc. einpacken gegen. Okay, wir machen mal Compete in One Event. Da musste man zuerst seinen Namen eingeben. Ich bin natürlich der Gameblamer. Oder auch GB. Und dann durfte man sich sogar sein eigenes Land aussuchen. Und sogar das Land Epix. Ja, ich weiß, ihr fragt euch jetzt, hä? Aber wir nehmen natürlich Good Old Germany. Ja. Ja, Player 2 gibt's leider nicht. Is this correct? Yes. So, da hat man die Wahl zwischen diesen 8 verschiedenen Sportarten. Ha, gut gerettet. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Pole Fold. Und das kennen viele von euch gar nicht. Also erstmal lange Ladezeiten. Die gab es ja immer, da konnte man sich schön unterhalten mit seinem Kumpel noch so, hey, was hast du denn heute so gemacht? Ach, gar nichts, ich habe mit Lego gespielt oder mit Duplo oder, wie ist es nochmal, Playmobil. Ja, da habe ich heute so ein Western Fort aufgebaut. Naja, wie dem auch sei. Ja, ihr merkt schon, ich habe das hier wirklich, das ist Originalgeschwindigkeit so. So musste man früher wirklich warten, dass das geladen wird. Und ja, dann war natürlich bei diesen Spielen, da waren Joypads, die gab es da damals noch gar nicht. Und wenn es die gab, dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Aber ich kenne das nur halt, C64er waren Joystick-Killer. Man hatte so richtige Joysticks, die man in die Hand genommen hat. Und dann musste man die hin und her schütteln ganz schnell, um Anlauf zu nehmen und sowas. So, hier kann ich jetzt schon mal die Höhe einstellen. Nee. Try this jump. Yes. First try. Ach so. Medium. Ready to jump, ja. Und jetzt muss man ganz, ganz schnell den Joystick hin und her. Und dann muss man runter und... Ah, schade. Nicht geschafft. Probieren wir nochmal. Ready to jump, ja. Komm, 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 komm. Und jetzt runter und... Ah, zu früh. Verdammt. Last try. Okay. Select Pole Rip. Medium. Komm schon. Los jetzt. Nicht zu früh runter, nicht zu spät. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ah, nicht geschafft. Ja. Ja, machen wir mal nächste Event. Ihr seht schon, das ist total Plattform-Diving. Das ist total spannend, ja. Anders kann man es nicht ausdrücken. Das haben wir früher wirklich, dann saß du da mit, das war so geil einfach. Da war ich früher bei meinem ehemals besten Kumpel drüben und der hatte 3 Schwestern und die waren auch alle viel, viel älter als wir und trotzdem haben die mit uns zusammen gespielt. Und dann saß man mit 4 oder 5 Mann und ja, haben alle gegeneinander das gespielt. Auch nicht Summer Games, sondern auch Winter Games, California Games, World Games. Das gab's alles und das war alles so klasse. Das hat man zusammen gesessen und das gesuchtet und dabei Süßigkeiten gegessen und Cola getrunken. Ach, schön. Get ready for dive. Oh, das habe ich nie verstanden, wie das ging.
Juhu, ich drehe mich und oh. 0, 0, 0. Ja, toll. Probieren wir nochmal. Scheiße. Also ihr merkt's, ihr seht das jetzt leider nicht. Ich bewege tatsächlich den Joystick so ein bisschen im Kreis. Ich graff aber nicht, wie der sich zusammenzieht und wieder auseinander. Mein Gott. Ja. Mega großes Kino hier. Ah, tut mir irgendwie schon leid. So, 4x400 Meter Relay. Relay? Sagt mir jetzt so nix, aber ich denke mal, dass das... Was war das nochmal? War das 400 Meter Laufen? Oder oh, war da Türen springen? Oh, dann verkacke ich schon wieder. Ja, ihr seht schon, das waren noch ganz andere Zeiten damals. Ich guck mal nach dem Event nochmal nach einem Event, das ich gerne gemacht habe, wenn ich mich daran noch erinnere, wenn ich das lese. Ich weiß, ich bin schon wieder mega. Jawohl. Warum steht eigentlich da statt Germany FRG? Ich verstehe es nicht. Komm, 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 komm. Ach, Fehlstart. Ja, und jetzt ganz schnell rubbeln. Hä? Warum bin ich denn stehen geblieben? Ja, da gab es noch kein digitales Steuerkreuz. Oder bin ich da unten der Blaue? Nee, ich bin der Braune oben. Guck mal, ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Warum bin ich langsamer als der? Ich verstehe es nicht. Das ist so mega anstrengend. Boah, da kriegt man, hat man früher noch dicke Arme gekriegt. Deswegen waren die Kinder früher auch nicht so oft so dick wie heute. Weil man da immer mit dem Joystick wackeln musste. Aua, aua. Naja, wenigstens... Naja, wenigstens einen neuen Rekord aufgestellt. Und wenigstens habe ich diesmal die Disziplin geschafft. Gold! Gold! Dann war ich doch blau. Geil. Jawoll! Neuer Weltrekord und Gold, so gehört sich das. So, 100 Meter Dash Gymnastics, nein. Freestyle Relay, 100 Meter Freestyle. Oh, Skeet Shooting. Das war cool. Das war hier Tontaubenschießen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriege hier mit, weil man ist ja dem Joystick entwachsen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, da bin ich mal gespannt. La 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 la. So, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Oh, Scheiße. Jawohl, einen habe ich erwischt. Ah, ich bin einfach zu hektisch. Nein! Naja, besser als keine. Scheiße. Nein! Ja! Jetzt komme ich rein. Ja! Jawohl! Ach, schade. Nein! Ah. Nein. Ja. Ja. Wie de. Gold. Gold. Ach ja. Ja. Also wenn euch das interessiert, ne, also ich würde euch vorschlagen,
packt den alten C64 aus, falls ihr ihn noch habt. Und wenn nicht, man kriegt sie, na gut, nicht mehr ganz so günstig bei eBay, weil mittlerweile die C64er echt verschwinden vom Markt. Guckt mal bei eBay, ob er sowas kriegt. Und dann Summer Games oder Winter Games, World Games, California Games. Ich werde das auch noch retroviewen, weil ich da ja selber viel Spaß dran habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dieses Stück Geschichte von damals vielleicht euch mal verinnerlicht und euch das, ja, besorgt und mal antestet. Und vielleicht sitzt ihr demnächst auch mal mit ganz, ganz vielen Freunden vor eurem Fernseher und sagt euch, boah, geil. Ja, gut. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.